Zucker, unser alltäglicher Begleiter. Mit keinem anderen Lebensmittel wird im Einzelhandel mehr Umsatz gemacht als mit Süßwaren. Aber seine unsichtbare Präsenz reicht weit darüber hinaus. In Fertiggerichten wie Pizza, Pastasoßen, aber auch in Brot und mehr. Die Liste ist lang. Und in den letzten Jahren wurde auch immer deutlicher. Der übermäßige Konsum von Zucker kann erhebliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Zucker ist was ganz, ganz Böses, lernen wir gerade in ganz vielen Kampagnen. Zucker macht so süchtig wie Kokain. Man kann sagen, Zucker ist Gift. Kein Wunder also, dass mehr Menschen versuchen, ihren Zuckerkonsum zu reduzieren oder sogar ganz auf Zucker zu verzichten. Doch das schaffen nur die wenigsten. Also ich werde definitiv nicht komplett auf Zucker verzichten, das geht einfach nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass der Verzicht auf Haushaltszucker für viele nicht mehr ausreicht. Denn es wird vermehrt auch vor vermeintlich gesunden Lebensmitteln gewarnt. Denn Zucker lauert überall. Jeder sollte wissen, zu viel Obst macht uns krank. Die größten Zuckerbomben, tropische Früchte und Trockenobst. Fruchtzucker ist das Gift der Zukunft. Kein Wunder, dass die Verunsicherung immer größer wird. Wir haben bereits vor einem Jahr schon ein Video veröffentlicht, wie wir ein Jahr zuckerfrei gelebt haben, indem wir euch Tipps und Tricks geben, die uns eben auch dabei geholfen haben. Zum Beispiel, wieso und wie man auf Nährwerttabellen achtet oder einfache Regeln, die uns dabei helfen, vernünftige Essentscheidungen zu treffen. Und da haben wir eine pragmatische Regel gefunden. Wir nennen ist die 97%-Regel. Seitdem ist jetzt aber auch schon wieder ein weiteres Jahr vergangen. Und wie das so ist, hat sich da auch bei uns einiges geändert, über das es sich zu sprechen lohnt. Ein Jahr ohne Zucker hatten wir schon hinter uns, aber das zweite Jahr war deutlich härter. Was uns aber geholfen hat, so lange fast zuckerfrei zu sein und wieso überhaupt nur fast, lernen wir in diesem Video. Außerdem sprechen wir über ein paar Themen, die von euch immer wieder angefragt werden. Wie sieht es mit Süßstoffen aus? Wie steht es um Obst bzw. Trockenobst? Wir sprechen über konkrete Produkte und wie ihr die austauschen könnt und geben euch noch Tipps, wie ihr das Ganze auch wirklich langfristig durchhalten bzw. erreichen könnt. Und das bestmöglich ohne Verzicht. Es gibt also wieder viele Tipps, Infos und Inspirationen. Holt euch ein Blatt Papier und einen Stift und wir legen direkt los. Disclaimer: Wir versuchen euch in diesem Video Tipps und Tricks zu geben, um ein gesünderes Verhältnis zu Essen zu bekommen und sprechen da eben auch aus unseren eigenen Erfahrungen. Es soll dabei primär den Menschen helfen, die gesünder essen wollen, damit aber Probleme haben. Wenn ihr aber psychische Probleme mit dem Thema Essen habt oder an einer anderen Krankheit diesbezüglich leidet, dann holt euch bitte professionelle Hilfe. So, und jetzt starten wir direkt rein. Mythen rund um zuckerfreie Ernährung. Als erstes müssen wir direkt zwei Dinge klarstellen, die oft falsch verstanden werden. Erstens, von etwas zugesetztem Zucker in eurem Essen werdet ihr nicht direkt krank. Nicht mal mehr, wenn ihr euch an einem Tag mal so richtig, richtig vollstopft. Das Problem ist meistens eher, dass es nicht bei dem bisschen zugesetztem Zucker oder dem einen Tag bleibt. Nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass Zucker Kryptonit ist und jeder Kontakt euch damit sofort in Lebensgefahr bringt, auch wenn das manchmal so dargestellt wird. Und zweitens, ganz ohne Zucker geht es sowieso nicht. Der Körper braucht Zucker, um zu funktionieren. Allerdings braucht er nicht unbedingt zugesetzten Zucker. Denn Zucker steckt von Natur aus in vielen Lebensmitteln, wie zum Beispiel auch Obst, Gemüse oder Getreide. Wenn wir ein Rezept mit Haferflocken geben, kommentiert immer irgendjemand, dass Haferflocken in der zuckerfreien Ernährung nicht zu suchen haben, weil Haferflocken von Natur aus Zucker enthalten. Das ist aber total absurd, weil Hafer ungefähr 1 Gramm Zucker auf 100 Gramm Hafer enthält. Neben dem Zucker enthält Hafer eben noch viele weitere gute Nährstoffe. Manche sagen Hafer sogar eine blutzuckersenkende Wirkung nach. Für uns und viele Menschen in den Ernährungswissenschaften bedeutet zuckerfrei deswegen ohne zugesetzten Zucker. Denn anders als vollwertige Lebensmittel, die natürlicherweise Zucker enthalten, enthält zugesetzter Zucker keinerlei Vitamine oder Mineralstoffe. Süßstoffe, Feind oder Freund. Beim Thema Zuckerverzicht denken viele oft an Süßstoffe. Sie versprechen die gleiche Süße wie Zucker, aber ohne die Kalorien und ohne die gesundheitlichen Risiken. Dachte man zumindest lange, bis immer mehr und mehr negative Schlagzeilen aufkamen. Produkte mit Süßstoffen werden ja typischerweise von Menschen konsumiert, die sich gesünder ernähren wollen oder eben abnehmen wollen. Allerdings stehen heutzutage einige Süßstoffe in Verdacht, eben genau das Gegenteilige zu bewirken. So gibt es Hinweise darauf, dass einige Süßstoffe sogar eine Gewichtszunahme begünstigen können, die Darmflora negativ beeinflussen oder sogar Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen können. Aber Achtung, ich spreche hier ganz bewusst davon, dass sie in Verdacht stehen. Die Datenlage ist hier bei vielen Aspekten überhaupt nicht eindeutig. Das ganze Thema ist viel komplexer, als es manchmal dargestellt wird. Zum Glück ist das für uns und für dieses Video aber komplett egal. Ich muss vorweg sagen, dass wir schon ab und zu mal Süßstoffe konsumieren. Aber wir versuchen den Konsum wirklich gering zu halten. Denn neben den eben genannten Punkten gibt es für uns noch einen weiteren entscheidenden Punkt, der gegen Süßstoffe
dafür spricht. Und der ist genau der Punkt, wieso Süßstoffe überhaupt als Zuckerersatz herangezogen werden. Denn Süßstoffe schmecken eben süß. Manche Süßstoffe übertreffen Zucker in puncto Süßkraft sogar noch deutlich. Nur so als Beispiel. Saccharin ist um den Faktor 300 bis 500 mal süßer als üblicher Haushaltszucker. Klingt jetzt erstmal ganz praktisch. Süße praktisch ohne Kalorien. Das Problem dabei ist jedoch, wenn man regelmäßig süße Sachen konsumiert, dann gewöhnt man sich an den süßen Geschmack und das kann eben auch die generelle Lust auf Süßes steigern. Und wir haben das auch bei uns festgestellt. Wenn wir mal eine Zeit lang mehr mit Süßstoff gesüßte Sachen gegessen haben, haben wir auch mehr Lust auf die süßeren Sachen und dann isst man auch immer mehr davon und kommt immer mehr auch in Versuchung, auch mal die gezuckerten Sachen zu essen. Für uns ist es langfristig daher sinnvoller, sich den süßen Geschmack nach und nach abzugewöhnen. Und wir wissen aus erster Hand, dass das klappt, weil wir das selbst auch durchgemacht haben und danach fühlt sich das eben auch gar nicht wie Verzicht an. Mittlerweile habe ich auch eigentlich fast nie Lust irgendwie auf Süßigkeiten. Außer es gibt natürlich irgendwelche spannende neuen Produkte, die ich unbedingt mal testen will. Aber auch selbst süßes Obst fühlt sich manchmal viel, viel süßer an, als man das so früher im Kopf hatte. Und ja, ich war früher auch so der Typ, der gerne mal eine ganze Tafel Schokolade am Stück aufgegessen hat. Und wie gesagt, wir wollen euch jetzt Süßstoff gar nicht madig machen. Sicherlich kann Süßstoff übergangsweise auch hilfreich sein. Und ab und zu etwas Süßstoff zu sich zu nehmen, ist wahrscheinlich gar nicht das Problem. Wir wollen euch eben nur mal die andere Seite aufzeigen, warum sich das durchaus lohnen kann, den Konsum von Süßstoff mal zu überdenken. Schlussendlich müsst ihr aber auch eine Ernährung finden, die euch gut tut und die ihr auch langfristig durchhalten könnt. Denn ihr wisst ja, jede Art von Crash-Diät oder Verzicht, egal ob ihr abnehmen wollt oder euch gesünder ernähren wollt, wird nicht funktionieren und vielleicht sogar eher das Gegenteil bewirken. Und ihr wisst ja, Essen soll und muss auch Spaß machen. Wie man es schafft, sich nachhaltig den süßen Geschmack in einem guten, gesunden Tempo abzugewöhnen, dazu haben wir euch ja bereits in diesen beiden Videos schon zahlreiche Tipps gegeben. Im letzten Jahr ist aber noch so einiges dazugekommen und deswegen bekommt ihr jetzt in diesem Video auch noch, wie ihr das von uns gewohnt seid, einige praktische Tipps mit an die Hand. Und praktisch heißt, die könnt ihr direkt umsetzen. Gerade wenn man wenig Zeit im Alltag hat, ist es natürlich besonders schwierig, sich gesünder zu ernähren oder vielleicht auch seinen Zuckerkonsum zu reduzieren. Wir geben später in dem Video auch noch ein paar ganz konkrete Tipps und Ideen, was man in diesem Fall machen kann. Eine gute Lösung ist dabei auf jeden Fall, schon fertige, nahrhafte Gerichte zu Hause zu haben. Und wenn ihr uns schon länger folgt, wisst ihr, dass wir da eins besonders lieben und auch immer zu Hause haben. Und das sind die Gerichte von Löwenanteil. Die Löwenanteil-Gerichte machen eine ausgewogene Ernährung einfach. Das sind Fertiggerichte mit spitzen Nährwerten und guten Zutaten. Und sie verzichten dabei komplett auf zugesetzten Zucker. Und das Gute ist auch, dass die Gerichte schon fertig sind. Das heißt, man braucht sie nur noch erwärmen. Ihr wisst ja vielleicht, dass wir uns oft Reis, Nudeln, Quinoa und Co. für mehrere Tage vorkochen. Und wenn es dann schnell gehen muss, dann nehmen wir uns einfach eine Portion und mischen noch etwas vom Löwenanteilgericht dazu. Manchmal packen wir uns noch zusätzlich Kichererbsen aus dem Glas hinzu, obwohl das eigentlich gar nicht nötig wäre, denn die Löwenanteilgerichte sind schon sehr proteinreich. Und dann brauchen wir das Ganze nur noch kurz aufwärmen und so haben wir innerhalb von wenigen Minuten ein ausgewogenes, nahrhaftes Gericht. Aus einem Glas bekommt man mit Beilagen so zwei Portionen. Von Löwenanteil sind übrigens auch fast alle Gerichte vegan. Unsere allerliebsten Lieblingsgerichte sind übrigens das Erdnusscurry und die Tikka Masala Chunks. Danach haben wir teilweise richtige Cravings. Aber es gibt gerade jetzt auch für die etwas kältere Jahreszeit deftige, wärmende Gerichte wie das vegane Gulasch, Chili Vegano oder den Berglinseneintopf. Und falls ihr die Produkte von Löwenanteil schon immer mal ausprobieren wollt, lohnt es sich jetzt besonders. Bis zum 10.10. bekommt ihr nämlich noch mit dem Code YUMMYBEAN 17% auf alle Produkte im Shop von Löwenanteil ohne Mindestbestellwert. Rabatte in der Höhe sind selten bei Löwenanteil. Nach dem 10.10. bekommt ihr aber noch ganze 10% Rabatt. Falls ihr also Lust habt, die Produkte mal auszuprobieren oder euch einen Vorrat zuzulegen, klickt gerne mal einfach auf den ersten Link unten in der Beschreibung. So, und jetzt geht's weiter mit den Tipps. Tausche X durch Y. Die wohl praktischsten Tipps, wenn es um das Thema Zuckerfreiheit geht, sind wohl, was man wogegen ersetzen kann. Und auch das haben wir euch in unseren Videos ja wirklich schon zuhauf gesagt. Hier wollen wir jetzt aber nochmal auf ein paar besondere Produkte gesondert eingehen. Kommen wir zuerst zu der Kategorie, die wohl am allermeisten ausmacht. Und dann sprechen wir noch über ein paar Produkte, die wohl die allermeisten von uns im Alltag konsumieren. Die gute Nachricht zuerst. Ihr könnt hier mit ein paar wenigen kleinen Änderungen schon enorm viel erreichen. Es gab nämlich eine interessante Studie aus den USA, die untersucht hat, woher der allermeiste Zucker in unsere Ernährung kommt. Und dabei machte das Essen, was wir auswärts zu uns nehmen, also zum Beispiel im Restaurant, nur einen sehr kleinen Teil aus. Zwischen 65% und 76% des zugesetzten Zuckers in der Nahrung findet sich nämlich in eingekauften Lebensmitteln. Und da wiederum ganz vorne mit dabei, mit satten 35%, waren gesüßte Getränke. Gesüßte Getränke sind nämlich besonders tückisch, wenn man hier hohe Mengen an Zucker konsumiert, ohne davon gesättigt zu werden. Außerdem wird in diesen Getränken häufig der einfache, schnell verwertbare Zucker eingesetzt und es stehen dem Ganzen keine positiven Sachen wie zum Beispiel Ballaststoffe entgegen. Die Frage ist also eher, wie schafft man es, von den gesüßten Getränken
loszukommen und diese zuckerhaltigen Getränke idealerweise nicht direkt mit süßstoffgesüßten Getränken zu ersetzen. Denn das wäre ja eigentlich der klassische Weg. Zumindest suggerieren uns das Leitprodukte und Co. Zunächst einmal ist es hier wichtiger denn je, sich klarzumachen, dass vieles von unserer Ernährung sozialisiert und angewöhnt ist. Ein Punkt ist hier zum Beispiel, und der gilt nicht nur für Getränke, sondern eigentlich generell, einfach mal darauf zu achten, ob es bestimmte Ereignisse gibt, die dazu führen, dass man besonders viel Lust auf Süßes hat oder auf süße Getränke. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass immer, wenn ich Pizza esse, über Pizza brauchen wir in diesem Video jetzt hier nicht reden, dass ich dann Lust auf Cola bekomme. Meistens ist es aber tatsächlich so, dass ich vor allem eher durstig bin und ich einfach nur in meinem Kopf Durst nach Pizza mit Cola verknüpft habe, weil das was war, was ich in meiner Kindheit oder Jugend oder jungen Erwachsenenzeit genau so zusammen konsumiert hatte. Ich bin also einfach hingegangen und habe dann, wenn ich nach einer Pizza Lust auf Cola hatte, einfach erstmal ein Glas Wasser getrunken. Und tatsächlich war es so, dass die Lust auf Cola danach auch komplett weg war. Ein anderer typischer Moment bei mir, an dem ich häufig Lust auf ein süßes Getränk habe, ist im Sommer. Da genießen wir das schon gerne, mal ein gekühltes, leckeres Getränk zu trinken. Und hier haben wir für uns diesen Sommer was ganz Simples, aber Effektives entdeckt. Und zwar einfach selbstgemachten Eistee. Tee kochen, kalt stellen, vielleicht noch ein paar gefrorene Beeren rein, eine Zitrone, Basilikum und schon hat man ein leckeres, erfrischendes Getränk im Sommer. Wir haben uns so 2 Glasflaschen gekauft und die haben wir eigentlich jeden Tag einmal befüllt gehabt im Sommer, sodass wir immer ein kaltes, frisches Getränk hatten und auch für Gäste immer was zum Anbieten da hatten. Eine gute Sache, mit der man zum Beispiel anfangen könnte, sie sich abzugewöhnen, ist mal darauf zu achten, wann ihr die Limo oder die Cola wirklich genießt gerade, wann ihr euch gerade richtig gut schmeckt oder wann ihr die vielleicht einfach nur nebenher trinkt. Und dann könnt ihr zum Beispiel versuchen, dieses Nebenhertrinken von süßen Getränken einfach zum Beispiel durch Wasser oder Tee zu ersetzen und euch dafür eher bewusst einmal am Tag Zeit nehmen und diese Limo oder Cola wirklich ganz bewusst zu euch nehmen und genießen. Oder eine Sache, die ihr auch machen könnt, ist nach und nach eure Limo mit Wasser zu strecken, dass sie einfach nicht mehr ganz so süß schmeckt. Und dann könnt ihr halt jedes Mal immer ein bisschen mehr Wasser und ein bisschen weniger Limo verwenden. Aber vielleicht gehört ihr doch zu denjenigen, die von heute auf morgen gerne alles umstellen und gerne 1-2 harte Wochen haben und da durchgehen. Dann drückt ihr euch wirklich ganz, ganz doll die Daumen und natürlich auch das ist ein guter Weg. Ich vermute nur, dass das nach und nach wahrscheinlich die nachhaltigere Variante sein wird, weil sich der Geschmack erst umgewöhnen muss. Aber jetzt genug zu den Getränken. Es gibt ja noch viele andere Lebensmittel, über die es sich zu sprechen lohnt. Und jetzt kommen wir zu den Produkten, von denen ich vermute, dass die allermeisten von uns sie fast täglich konsumieren oder zumindest irgendwann mal in ihrem Leben konsumiert haben. Trifft zumindest auf uns zu. Ganz kurz an dieser Stelle, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, würden wir uns mega über einen Daumen nach oben freuen. So könnt ihr uns kostenlos unterstützen, euer Karma aufpeppen und wir freuen uns wirklich sehr. Ihr seid super. Ach so, und wenn ihr schon da unten seid, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Hier kommen regelmäßig Videos zum Thema Ernährung. Wir haben euch gezeigt, wie wir abgenommen haben. Unsere ganzen Einkaufsguides mit viel Foodwissen und vielem mehr. Es lohnt sich also und wir würden uns freuen, euch in der Community begrüßen zu können. Ganz, ganz lieben Dank. Eine Sache, von der ich früher immer dachte, dass die super gesund ist, ohne das zu reflektieren, waren fertige Müslis. Hier muss man aber besonders aufpassen, denn fertige Müslis klingen nicht nur besonders gesund, sie werben auch teilweise damit, dass sie ohne zugesetzten Zucker sind. Nehmen wir zum Beispiel mal dieses Dinkel Crunch Müsli. Dinkel Crunch klingt ja vom Namen her erstmal super gesund. Warum sollte man sonst auch eigentlich Dinkel verwenden, oder? Dinkel ist doch gefühlt irgendwie immer nur in Produkten drin, die super gesund klingen sollen. Wenn man jetzt aber einen Blick auf die Nährwerttabelle wirft, sieht man, dass in diesem Müsli ganze 18% Zucker enthalten sind. Oder vielleicht kennt ihr noch unser Beerenmüsli aus dem letzten Video. Hier steht sogar drauf, ohne Zuckerzusatz. Und ja, da ist kein Haushaltszucker zugesetzt, aber durch die getrockneten Früchte darin kommt man dennoch auf einen Gesamtzuckergehalt von 17%. Fast genauso viel Zucker wie das Dinkelcrunch-Müsli. Und ja, das ist eine richtige Zuckerbombe am Morgen. Hinzu kommt dann noch der Zuckergehalt der Milch. Vielleicht tut man noch ein bisschen Obst rein. Vielleicht süßt man sich das Ganze sogar noch. Da kommt schon echt einiges zusammen. Aber nicht verzagen, es gibt 1000 Alternativen dazu. Und auch davon stellen wir euch natürlich immer wieder richtig viel in unseren Videos und Einkaufsguides vor. Falls noch nicht geschehen, es lohnt sich also zu abonnieren. Im letzten Rossmann-Video haben wir euch neben dieser Anti-Empfehlung nämlich auch eine Positiv-Empfehlung gegeben. Und zwar dieses Nussmüsli. Das stand bei uns im Rossmann tatsächlich genau neben dem Bärenmüsli, hat aber einen Gesamtzuckeranteil von nur unter 2%. Also ein krasser, krasser Unterschied. Ein weiteres typisches Produkt, was ja klassischerweise sehr viel Zuckerzusatz hat und was viele von uns fast täglich
täglich konsumieren, sind Brotaufstriche. Und leider auch die herzhaften. Zu den herzhaften Brotaufstrichen haben wir euch schon ein paar Alternativen im letzten Zuckerfrei-Video genannt. Deswegen gehen wir auf die jetzt heute nicht nochmal ein. Aber ich möchte gerne noch einen süßen Brotaufstrich ergänzen, der da fehlte. Und zwar Nutella. Beziehungsweise die Alternative zu Nutella. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Nutella hat sage und schreibe 56% Zucker. Stellt euch einfach mal vor, über die Hälfte des Glases ist Zucker. Von daher ist Nutella ein idealer Einstiegspunkt, wenn man seinen Zuckerkonsum gerne etwas reduzieren möchte. Ein paar Alternativen, die weniger Zucker haben als Nutella, haben wir euch schon in diesem Video hier vorgestellt. Es gibt aber auch eine komplett zuckerfreie Alternative. Die muss man allerdings selber machen. Und wer uns bei Instagram folgt, weiß schon, worum es geht. Unser geliebtes Nutella-Rezept. Wir haben euch da nämlich mal ein Reel hochgeladen, wo wir euch Pancakes ohne zugesetzten Zucker gezeigt haben, die in einer flüssigen Nutella-Füllung waren. Und diese Nutella-Füllung benutzen wir eben nicht nur für Pancakes, sondern auch für aufs Brot. Hier möchte ich aber nochmal kurz eine Warnung aussprechen. Wenn ihr es gewohnt seid, sehr süß zu essen, dann wird euch das vielleicht nicht direkt schmecken. Vielleicht aber auch doch. Man könnte es mal probieren. Falls euch das aber zu wenig süß ist, ist es gar kein Problem, wenn ihr das anfangs was mit Dattelsirup süßt. Man muss sich halt eben an diesen Geschmack erst gewöhnen. Und selbst wenn ihr das mit irgendwas noch süßt, ist da höchstwahrscheinlich immer noch weniger Zucker drin als in dem Nutella-Glas. Und wir verlinken euch das Rezept auch nochmal unten in der Beschreibung. Und an der Stelle noch ein kleiner Fun-Fact, der leider gar nicht so funny ist. Achtet auch mal bei gekauftem Brot auf die Zutatenlisten und Nährwerttabellen. Da gibt es nämlich richtig gutes Brot, aber manchmal verbirgt sich leider auch hier hinter vermeintlich gesundem Brot eine richtige Zuckerbombe. Wir haben zum Beispiel letztens im Laden ein Schwarzbrot mit Rosinen gefunden. Da waren nur 8% Rosinen drin. Also eigentlich gar nicht so viel. Aber das komplette Brot hatte sage und schreibe 14% Zucker. Und dann tut ihr noch einen zuckerhaltigen Brotaufstrich obendrauf, wie viel das am Ende des Tages ausmacht. Und nein, natürlich hat nicht jedes gekaufte Brot so viel Zucker, zum Glück. Aber es lohnt sich eben auch hier mal auf die Nährwerte und Inhaltsstoffe eures Brots zu achten. Obst, Trockenobst und Datteln. Aktuell gibt es einen regelrechten Trend, bei dem Obst als der Dickmacher Nummer 1 verteufelt wird. Das ist jetzt auch nichts Neues. Es gibt regelmäßig Schlagzeilen darüber, dass jetzt auf einmal bestimmte Lebensmittel gefährlich oder ungesund sein sollen. Und ja, manches davon ist auf jeden Fall auch berechtigt und beruht auf wissenschaftlichen Untersuchungen. Vieles davon ist aber auch einfach nur da, um schnelle Klicks zu machen. Und ja, man sagt, dass heutzutage viele Obst- und Gemüsesorten so gezüchtet sind, dass sie eben von sich aus mehr Fruchtzucker enthalten. Dadurch sollen sie den Menschen besser schmecken und man erhofft sich, dass dadurch auch mehr gekauft wird. Ein Beispiel, an dem man das besonders sieht, sind sogenannte Cotton Candy Trauben. Cotton Candy ist das englische Wort für Zuckerwatte. Und ja, ihr könnt es schon erahnen, diese Trauben schmecken fast wie purer Zucker. Nichtsdestotrotz enthält Obst immer noch viele Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe oder auch sekundäre Pflanzenstoffe. Und die sorgen eben nicht nur dafür, dass Obst gesund ist, sondern auch, dass der Körper mit dem darin enthaltenen Zucker auch besser umgehen kann. Und hier gilt übrigens, je unverarbeiteter das Obst ist, desto besser. Alleine schon, wenn man Obst zu einem Smoothie püriert, wird es schon komplizierter. Wenn man einfach mal überlegt, es ist viel einfacher, 6 Äpfel püriert in einem Smoothie zu trinken, als die so am Stück zu essen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr auf euren grünen Smoothie und Co. verzichten müsst. Geht einfach nur darum, dass man das Ganze mal hinterfragt und überlegt, was man sich da so reinpackt. Und vor allem auch, ob man zum Beispiel die gleiche Menge auch unpüriert essen würde. Und wenn ihr jetzt ganz experimentierfreudig seid, könnt ihr auch mal schauen, wie lange euch so ein Smoothie satt halten würde oder das gleiche unpüriert. Zu dem Thema zugesetzte Fructose, Apfel, Dicksaft und Co. haben wir euch ja schon in unserem ersten Zuckerfrei-Video und den ganzen Einkaufsguides genügend gesagt. Deswegen werden wir das jetzt an der Stelle hier mal nicht wiederholen. An dieser Stelle möchten wir aber noch über einen anderen Punkt rund um das Thema Obst, was immer wieder in dem Bereich zuckerfreie Ernährung angebracht wird, sprechen. Trockenobst und Datteln. Kommen wir zuerst zum Thema Trockenobst. Trockenobst ist ja Obst, was verarbeitet wurde. In dem Verarbeitungsschritt wird vor allem Wasser entzogen. Das sorgt dafür, dass der Zucker da drin hochkonzentriert wird. Wenn ihr euch jetzt also eine Pflaume vorstellt, die besteht zum Großteil aus Wasser. Wenn ihr die jetzt trocknet, entzieht ihr dieses Wasser. Und das, was eben übrig bleibt, ist vor allem der Zucker da drin. Und natürlich noch so ein paar andere Stoffe. Daher ist Trockenobst eben auch so extrem süß. Und auch wenn man natürlich ein paar Vitamine und Mineralstoffe in Trockenobst enthalten hat, man muss sich ja trotzdem klar machen, dass es ein verarbeitetes Produkt ist und mit jedem zusätzlichen Verarbeitungsschritt gehen potenziell eben auch Mineralstoffe und Vitamine verloren. Deswegen ist es natürlich trotzdem noch immer besser als purer Zucker, aber man sollte eben auch Trockenobst an der Stelle nicht glorifizieren. Jetzt könnt ihr natürlich selbst für euch entscheiden, wie ihr das sehen möchtet. Wir finden, dass ab und zu was Trockenobst zu essen gar kein Problem ist. Wir essen zum Beispiel auch sehr gerne getrocknete Beeren auf einem Erdnussbutterbrot. Da kann man aber natürlich auch auf frische Beeren zurückgreifen, wenn man die bekommt. Oder im Winter zum Beispiel einfach mal einen Apfel drauflegen. Kompletten? Einfach so aufs Brot.
Ihr könnt das für euch strenger oder weniger streng betrachten. Es geht ja darum, dass ihr langfristig eine Ernährung findet, die euch gut tut. So, meine Lieben, jetzt aber zum beliebtesten Trockenobst in zuckerfreien Rezepten. Datteln. Denn ja, die meisten Datteln, die man hier kauft, sind in Wirklichkeit getrocknete Datteln. Und wenn man sich so umguckt, kriegt man das Gefühl, dass Datteln hierzulande schon fast als Superfood gelten. So werden sie immer wieder gelobt, weil sie viele Ballaststoffe, Vitamine und Antioxidantien enthalten. Und manche behaupten sogar, sie verhelfen zu einer schnelleren und leichteren Geburt. Und ja, auch wir essen Datteln super gerne und ersetzen hier und da auch mal was Zucker durch Datteln. Allerdings würde ich jetzt hier nicht vergessen, dass die Datteln ja bereits getrocknet sind. Das heißt, das Wasser wurde ihnen entzogen. Sie enthalten also relativ viel Fruchtzucker und Kalorien. Und jetzt schnallt euch an, meine Lieben. 100 Gramm Datteln enthalten je nach Sorte ca. 65 Gramm Zucker. Ein Apfel dagegen enthält ungefähr 11 Gramm Zucker. Wenn man jetzt also Zucker 1:1 durch Datteln ersetzt, hat man am Ende des Tages trotzdem ziemlich viel Zucker und auch Kalorien zu sich genommen. Deswegen ja, man kann Datteln nutzen, um ein süßes Gericht ohne zugesetzten Zucker zu machen. Aber auch hier sollte man mit gesundem Menschenverstand rangehen und sich mal bewusst machen, dass man mit Datteln auch durchaus mehr Zucker zu sich nehmen kann, als wenn einfach etwas Zucker einer Sache zugesetzt wurde. Gerade bei gekauften Produkten lohnt es sich deswegen auch immer wieder, nicht nur auf die Zutatenlisten zu gucken, sondern auch auf die Nährwerttabellen. So ein Dattelriegel aus dem Supermarkt kann gerne mal 50% Zucker enthalten und trotzdem das Label ohne Zuckerzusatz tragen. So haben wir das zuckerfreie Game gewonnen. Jetzt kommen noch mal ein paar Quickies oder schnelle Themen, zu denen wir was zu sagen haben, die aber auf jeden Fall super wichtig zu wissen sind, wie ich finde. Als erstes, das Verlangen nach Zucker verstehen. Ein bisschen habe ich zu dem Thema vorhin schon mal bei gesüßten Getränken gesagt. Aber Essen und Trinken und gerade Zuckerkonsum sind teilweise auch sehr angewöhnt bzw. sozialisiert. Und gerade Zucker wird eben auch oft emotional konsumiert. Wir kennen ja alle die Filme oder den Stereotyp vom Liebeskummer habenden Mädchen, was dann abends auf der Couch sitzt, Fernsehen schaut und sich dabei eine Packung Eiscreme reinschaufelt, um so ihren Frust zu kompensieren. Andere Gründe, die Zuckerkonsum triggern, wären zum Beispiel Stress oder auch Langeweile. Und auch hier hilft es wirklich darauf zu achten, wann habe ich eigentlich Lust auf Zucker oder warum habe ich jetzt gerade Lust auf Zucker. Bei mir war es tatsächlich ganz, ganz lange so, dass wenn es mir nicht gut geht, ich immer Lust hatte, mich mit was Leckerem, Süßem zu belohnen. Es hat auch ein bisschen gedauert, aber sich dessen immer wieder bewusst zu werden und sich das bewusst zu machen und dann zu versuchen, sich alternative Bewältigungsstrategien rauszusuchen. Sei es jetzt eine Meditation, sich seine Lieblingsserie angucken, ein Bad nehmen, einfach mal ein bisschen Tagebuch schreiben, was auch immer euch gerade irgendwie gut tut. Alles kann helfen, um eben in dem Moment diese Zucker-Cravings zu reduzieren. Aber auch hier wieder, macht euch nicht verrückt, wenn ihr in so einem Moment mal Zucker esst, ist das nicht der Weltuntergang. Und wenn es euch sowieso schon nicht gut geht, dann macht euch bitte nicht noch zusätzlich wegen eurer Ernährung fertig. Aber es kann natürlich trotzdem hilfreich sein, da langfristig mal ein bisschen drauf zu achten und zu schauen, was sind eigentlich die Emotionen, die ich gerade mit Zucker versuche irgendwie zu kompensieren. Bei mir ist ein Punkt zum Beispiel, wann ich generell extrem viel Hunger bekomme, ist, wenn ich müde bin und zu schlecht geschlafen habe. Da kann man leider in dem Moment sehr, sehr wenig tun, außer wenn man die Möglichkeit hat, sich vielleicht hinzulegen und ein bisschen auszuruhen. Aber es hilft mir tatsächlich schon in dem Moment einfach zu wissen, oh, ich habe wahrscheinlich gerade so viel Hunger, weil ich müde bin. Gibt übrigens wirklich biologische Ursachen dafür. Haben wir euch, glaube ich, schon mal in unserem Abnehmen-Video einiges zu erzählt. Und ein anderer Grund, warum man hundertprozentig Cravings bekommen wird, ist, wenn man sich versucht, Zucker von heute auf morgen abzugewöhnen. Denn, wie gesagt, das Umgewöhnen braucht auf jeden Fall Zeit. Und ein anderer Grund, warum ich übrigens nicht so der Fan davon bin, von heute auf morgen sich komplett umzugewöhnen und keinen Zucker mehr zu konsumieren, ist, dass man davon schlechte Laune bekommt und das Leben, zumindest aus meiner Erfahrung, dann einfach nicht mehr so viel Spaß macht für diese Zeit. Kennen viele von uns vielleicht auch schon von Crash-Diäten und Co. Das ist einfach nicht toll. Und warum soll man sich das hart machen, wenn es auch einfach geht? Wenn ihr nach und nach immer mehr zu zuckerfreien Alternativen greift und euch langsam umgewöhnt, dann kann es auch sogar Spaß machen, neue Sachen zu entdecken und ihr gebt eben euren Geschmacksnerven die Zeit, sich langsam daran zu gewöhnen und am Ende schmeckt es euch auch richtig gut. Und der letzte Punkt, der uns noch richtig gut geholfen hat, nicht mehr so viele Cravings zu haben, egal ob jetzt Zucker oder generell Heißhungerattacken, ist, dass man sich generell andere Essgewohnheiten angewöhnt. Also nicht zum Beispiel klassischerweise die Riesenportion Nudeln mit Tomatensauce essen, sondern vielleicht mal eine große Portion Gemüse mit Hülsenfrüchten oder auch Tofu, lieben wir ja über alles. Und Nudeln dann vielleicht einfach nur als kleine Beilage, so wie ihr sonst normalerweise das Gemüse verwendet hätte. Und darüber natürlich dann wieder eure Soße der Wahl. Oder wir essen tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr so viel Nudeln, obwohl ich früher total der Nudel-Junkie war. Was wir mittlerweile anstatt Nudeln essen,
haben wir euch ja schon in diesem Video gesagt. Auf jeden Fall haben wir zumindest festgestellt, dass wenn wir sehr viel Gemüsehaltiges essen, dass wir über den Tag hinweg eher gesättigt sind, energiereicher sind und nicht so viel Hunger- und Heißhungerattacken bekommen. Und wenn wir zum Beispiel Nudeln oder Pizza oder so essen, dass wir dann zwar erstmal richtig voll und gesättigt sind, aber dann später auf einmal richtig Heißhunger bekommen. Ich habe es zum Beispiel so, wenn ich abends Pizza esse, dass ich manchmal nachts aufwache mit knurrendem Magen. Auch hier achtet vielleicht einfach mal darauf, wie es euch nach bestimmten Lebensmitteln geht. Jeder Mensch ist da auch ein bisschen anders. Nicht für alle Leute trifft das Gleiche bei Ernährung zu. Schaut, dass ihr für euch eine Ernährung findet, die euch Spaß macht, die euch lecker schmeckt und die euch gut tut. Kommen wir noch kurz zum Thema Cheat Days, beziehungsweise Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir haben ja auch schon mehrfach gesagt, dass obwohl wir glauben, dass Cheat Days für viele Menschen sehr hilfreich sein können, wir persönlich von Cheat Days für uns nicht so viel halten und für uns das nicht so hilfreich ist. Vor allen Dingen, wenn man sich im Vorfeld schon vornimmt, Cheat Days zu haben und weil man halt eben so von dem komplett süßen Geschmack nicht komplett wegkommt, sondern halt irgendwie doch immer wieder Lust darauf hat. Wir haben Cheat Days für uns trotzdem entdeckt, aber auf eine andere Art und Weise. Und zwar machen wir das für uns so, dass wenn wir mal über die Stränge schlagen, weil wir zum Beispiel auf einem Event sind oder so, wir das für uns im Kopf einfach als Cheat Day verbuchen. Und das hilft dann einerseits, dass wir uns nicht so schlecht fühlen, weil wir halt eben über die Stränge geschlagen haben, weil ich möchte mich für Essen nicht schlecht fühlen. Und zweitens hilft es, dass ich jetzt nicht sage, okay, es ist alles hinfällig. Jetzt habe ich ja einen Tag lang richtig viel Zucker gegessen und deswegen bin ich jetzt nicht mehr zuckerfrei und deswegen kann ich jetzt auch einfach direkt weitermachen. Sondern ich denke mir halt, das war jetzt halt ein Cheat Day und jetzt geht es halt wieder ganz normal weiter wie vorher. Und das fällt mir auch einfacher, das genauso zu machen, weil ich mich halt eben wegen dem Essen nicht stresse. Und das Allerwichtigste, wenn man sich zuckerfrei oder gesund ernähren möchte, ist natürlich Vorbereitung ist alles. Am besten ist es zu versuchen, grundsätzlich satt zu sein oder zumindest vorbereitet zu sein. Denn wenn man richtig viel Heißhunger hat, greift man oft zu den eben nicht so krass gesunden Lebensmitteln, weil die halt eben nicht so schnell die Energie liefern. Wir machen das zum Beispiel häufig so, dass wir abends Chia-Pudding vorbereiten. So haben wir immer Chia-Pudding im Kühlschrank in so kleinen Gefäßen. Haben wir euch auch schon häufiger hier oder bei Instagram gezeigt. Manchmal essen wir den zum Frühstück, manchmal verwahren wir den aber auch auf und können den dann im Laufe des Tages essen, wenn wir zwischendurch Hunger bekommen. War echt schon ziemlich häufig sehr hilfreich. Meal Planning oder auch Meal Prepping, also sich im Vorfeld zu überlegen oder vielleicht sogar vorzubereiten, was man essen möchte, wenn man denn das nächste Mal Hunger hat, ist auf jeden Fall auch hilfreich. Und für mich auch ein echter Game Changer ist, sich tatsächlich eine Liste anzufertigen, egal ob digital oder handschriftlich und vielleicht an den Kühlschrank pinnen, mit Lebensmitteln, die man mal ebenso zwischendurch snacken kann, wenn man Hunger hat. Weil ich tatsächlich, wenn ich Hunger habe, oft gar nicht weiß, was ich jetzt essen kann und dann in diesem Hunger gar nicht so kluge Entscheidungen treffen kann. Deswegen hilft dir dein Blick auf die Liste und dann sehe ich, was kann ich jetzt mal eben essen, um diesen ersten schnellen Hunger zu überbrücken und mir dann vielleicht was Vernünftiges zu essen zu organisieren. Auf der Liste können zum Beispiel stehen eine Handvoll Nüsse, irgendwelche Cracker mit gesunden Zutaten, die ihr zum Beispiel bei uns in einem Einkaufsguide gesehen habt, ein zuckerfreier Joghurt mit Beeren, Hummus mit Gemüse oder irgendein gekaufter Snack, den ihr halt immer parat im Vorratschrank liegen habt, der halt gute Zutaten hat und euch schnell sättigt. Und wenn wir schon beim Thema Planung und Vorbereitung sind, ist natürlich auch der Basic-Tipp überhaupt, Süßes gar nicht erst zu Hause zu haben und nicht einzukaufen. Das heißt, wenn ihr mal wirklich Lust auf was Süßes habt und ihr wollt euch jetzt was gönnen, kauft ihr das am besten genau in der Menge, in der ihr das gerade konsumiert und nicht noch so viel, dass ihr das zu Hause noch lagert oder ihr verschenkt den Rest. Ich weiß, wenn wir hier von meiner Lieblingsschokolade die Tafel zu Hause liegen haben, dass meine Gedanken sich immer wieder um diese Schokolade drehen. Wenn wir die nicht zu Hause haben, ist mir die Schokolade komplett egal. Und das auch nach 2 Jahren. Zuckerfrei. Fast zuckerfrei. Und einen ganz, ganz kurzen Punkt wollte ich noch eben sagen zu selbstgemachten Produkten. Auch hier müsst ihr aufpassen, nur weil ihr es selber macht, ist es nicht gleich automatisch gesünder. Ihr sagt nur die fettige Sahnetorte. Aber gerade wenn ihr viel selber macht, habt ihr hier natürlich super viel Einsparungspotenzial und super viele Möglichkeiten, auch mal zuckerreduzierte oder zuckerfreie Sachen zu machen. Wie zum Beispiel die Pancakes mit gefüllten flüssigen Nutella. Und ihr müsst natürlich eine Ernährung finden, die euch gut tut, die euch Spaß macht und die ihr auch langfristig umsetzen könnt und nicht einfach irgendwas, was sich für euch wie Verzicht anfühlt, weil dann werdet ihr das auf keinen Fall durchhalten. Und es gibt andere Wege. Ich hoffe, in diesem Video habt ihr schon ein paar davon gemerkt. Warum wir eigentlich nur fast zuckerfrei sind, haben wir euch ja schon im letzten Zuckerfrei-Video gesagt. Falls noch nicht geschehen, lohnt es sich auf jeden Fall da vorbeizuschauen. Da findet ihr auch noch die ganzen anderen Tipps. Wenn ihr mal einen von unseren Einkaufsguides mit vielen Food Facts sehen wollt, dann schaut mal gerne hier vorbei. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns mega über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr den Kanal abonniert, sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Tschüss und Peace out.